Hört so leises Heulen im Hintergrund. Weißt du was? Was? Nichts. Nein. Oh, das Auftakt einer neuen Folge. Melvin, du weißt Bescheid, das ist eine Folge, wo du wieder gemobbt wirst. Ach so, ja. Naja, also anders geht's nicht. Die Leute stehen drauf, wenn man dich mobbt. Ja, nee. Na doch. Ja, nee. Vielleicht so macht. Außerdem, Melvin. Ja? Ich bin YouTuber, ich darf das. Doch, ne. Also, da hast du echt keine Chance. Das zieht sich über das ganze Projekt lang. Also. Na, Tyrox ist nicht da, sonst könnte man den ja wieder ärgern, Fliegen essen und so weiter. Er muss einfach seinen Kopf aus dem Auto strecken. Vor allem, der war heute mal im DC online. Er hat sich ja bedankt, dass ich mich um seine Tierchen gekümmert habe, die fast am Verhungern waren. Ach so. Um deine habe ich mich halt nicht gekümmert. Standard. Ja, Bescheid. Ich weiß. Ich bin super schlau. Das. Okay, das will ich jetzt testen. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 7 mal 8. 4. 7 mal 8. 4 mal 4. 4 mal 4, 16. Ne, 32. Wir warten mal, 4, 8, 6, scheiße, stimmt. Mist! Jetzt bin ich selber reingefallen. Ich muss wieder Clay machen. Jo. Nee, ich hab gerade angefangen, so Sachen zu craften. Ich brauch dafür Essenzen. Und dann so, okay, ich hab leider nicht genug Essenzen. Geh ich einen Stock runter, geh an unsere Giant Chest, die an unser Lager angeschlossen ist, und nehme da die Essenzen und so raus und denk mir so, hey, hier haben wir ja noch Essenzen, geh wieder hoch. Ach warte, das waren die Essenzen, die nicht gereicht haben. Oh wow. Kein Kommentar. So, dort kann Gunpowder rein, dort kann der Schnatterradatz rein. Okay, es sind 9 verschiedene. Wir müssen uns mal irgendwas wegen der Beleuchtung an irgendwie machen. Weil es kann nicht sein, dass die Fackeln hier so mehr oder weniger random gesetzt werden. Sondern ich finde es irgendwie. Ja, darum kümmere ich mich. Ich werde eine Painting-Maschine aufbauen. Von mir aus. Und einfach Glowstone painten und unsere ganze best ausgepainteten Glowstone bauen. Von mir aus das. Fackeln so an sich, so dekorativ, schön und gut. Aber, weil die sind nicht hässlich, muss ich sagen. Gut. Spinnenaugen noch dahin. Was kostet mich denn ein Painting?
Einzige, was ich für die Candy Machine gerade nicht hatte, waren Iron Bars. Okay. Nee, das ist ja deine Aufgabe. Nee. Doch. Nein. Ich habe mich nicht dazu gemeldet. Du, wir können Stunden darüber diskutieren. Ich sage immer noch doch. Natürlich sagst du doch. Ich hatte mir heute eigentlich ein Ziel gesetzt. Ich weiß nicht mehr, was für eins. Melvin Mobbing? Ja, das auch. Das mache ich ja nebenbei. Das ist Standard. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Gehen die Echo heulen, da hört man dich nicht so gut. Boah, hier gibt's eine Sense. Die macht gut Schaden. Von Tinkers? Tiny Progression. Hm. Die sind in erster Linie so wie der, wie das Laubgebläse, von dem du erzählt hattest. Ja, genau. Denk dran, das darf der Tyrox nie erfahren. Mhm. Laubbläser. Ja, du weißt, wie deine Bäume aussahen bei Stranded. Mhm. Ziemlich nackt. Ey, soll einmal zu mir damit kommen. Wow. Oh, die Sterne. Blazehopper, okay. Das ist komisch. Ach, braucht der Herr Ike Blaze Rods? Nee, ich gucke gerade mal hier so durch, was ich mir so herstellen könnte. Ich könnte erstmal anfangen, eine Dirt-Ecke zu bauen, wo ich ein bisschen was anpflanze. Oh mein Gott, ich habe da eins der wichtigsten Items überhaupt bekommen für Ender.io später. Einen richtigen Enderman-Head. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das Ding muss Melvin einmal bei sich kurz aufstellen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ob ich da noch mitrede? Nö. Jetzt stell es einmal auf, du kannst es mir. Ich bin sogar so danach wieder haben, aber stell es mal auf. Also rechts hier auf dem Boden da. Auf dem Boden klettern. Okay. Guck ihn mal an dabei. Kann ich mich nicht crouchen oder so? Nee. Nö. Er verfolgt dich mit seinem Blick. Ich hätte ihn gern wieder. Ja, dann. Nö. Ja, bau ihn ab. Ich kann ihn nicht abbauen. Warum? Geclaimed? Das ist so. Stimmt ja, das Claiming. Echt, das hätte man Melvin gar nicht sagen dürfen. Ich wusste so oder so, dass es. Ach, geht wegen dem Sinn. Du lügst doch. Lüg nicht. Doch. Das mit dem Claim wusste ich schon. Nein, wusstest du nicht. Doch. Eins. Hinter dir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Über unserem System. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Melvin ist eine Ho. Apropos Melvin,
die Zuschauer. Ist ein Farming-Werkzeug. Die Zuschauer stehen ja immer drauf, so ein bisschen was aus dem Privatleben zu erfahren. Du und Sarah, wann, wo, wie lange? Was? Ja, erzähl einfach mal so. Nee, ich erzähle da gar nichts. Warum? Peinlich? Also. Drei. Nix sieben, peinlich. Neun, sicher? Ja. Also peinlich, kurz. Nein! Warum erzählst du dann nichts? Du kannst ja auch dir was von deinem Privatleben erzählen. Ich hab keins. Ich hab Kinder, ich hab kein Privatleben. Er ist YouTuber, er darf das nicht haben. Genau. Ja, aber wirklich, bei Kindern hast du kein Privatleben mehr. Du gehst ins Bad, die kommen hinterhergeschissen, weil sie denken... Außer sie sind in der Schule. Oder? Nicht mal da hat man Ruhe vor denen. Weil immer eins krank ist. Oder man kriegt einen Anruf vom Lehrer. Ihr Sohn benimmt sich mal wieder nicht. Holt, holt, flam, flam. Ja. Oder so. Ist es so besser mit dem Ausleuchten, Oskar? Der ist gemutet. Strafe. Oh, wow. Hast du die ganze Zeit... Ja, er hat sein... Durchaus. Ist dies akzeptabler? Schreit mal, dass er seine Kopfhörer aus hat. Seine Kopfhörer aus. 2, 3, 4. Pause, was ist mit seinem Baum? Er hat seine Kopfhörer aus. Pascal? Ja, ich höre dich. Er hört dich aber nicht. Was? Hallo? Was dazu? hab ich auch gerade gemerkt. Gut. Aber das war eine kleine lustige Abwechslung. Leute, hört ihr mich? Hilfe! Jetzt hören wir dich wieder. Jetzt ist... So, wir haben jetzt hier keine einzige Fackel mehr. Okay. Das und ist... oben ist alles eigentlich sortiert mit den Fackeln gewesen, ja. Oben ist es alles synchron ausgeleuchtet. Das ist doch schön. Ja. Was ist dieses Ding unter unserer Base? Ja, ich glaube, das können wir so nennen. Du meinst das hier? Es sind 16 mal 16 bisher, es wird noch 16 hoch und dann wird das ausgefüllt zu einer Colossal Chest. Okay. Weil das ist eine Quest, eine 16x16 Colossal, mal 16 Colossal Chest. Ja. Dann brauchen wir keine Disketten mehr. Ja, deswegen, also ich habe so nachgedacht, warte mal, wir können doch einfach das als Lager nehmen. Ja, da habe ich dann auch irgendwann mal kurz dran gedacht, aber das dann gleich wieder vergessen. Gut. Was ist denn so die nächstbeste Armor? Wenn wir Leatherst. Warte. Was hast du hier zu suchen, Melvin? Gehst deine Tinten. Wenn wir genug Leatherst und Draconium haben, würde ich sagen, die Wyvern Armor. Was? Du gießt meine. Gießt ich jetzt. Au! Oh, das Supremium. Auch. Ich wollte Zetto machen. Dafür muss ich aber ein bisschen ausgehen. So. Also das wären so die beiden, die ich jetzt im Angebot hätte, Oskar. Supremium hört sich doch gut an. Die würde als komplettes Set würde sie uns Fly geben, beziehungsweise auch noch, wir könnten da noch Sachen, also Modifier reinknallen. Charms. Genau, wir könnten aber auch Blood Magic anfangen. Dann führe mich doch mal in Blood Magic rein. Das habe ich halt noch nie gemacht. Dito, ist mir ein bisschen zu kompliziert.
Okay, Adblord. Ich muss erst mal reingucken, welches Blood Magic wir drauf haben. Er kennt sie alle. Wir haben das Neuere. Warum? Das ist das Nervigere. Brauchen wir Blood Magic als... Haben wir Blood Magic Quests? Wahrscheinlich. Bitte ja, bitte ja, bitte ja. Green Energy, Mars. Way. Tier 5 Blood, Alter. 7, 8, 9. Okay, wir müssen Blood Magic sogar durchspielen. Durch. Ja. Bist du ja, besser, Alter. Ich bin mal eben weg. Deswegen hab ich gesagt, ich werde dieses Questbuch nicht machen. Ich spiele einfach so. Nee, das ist so ein Kack-Questbuch. Da kannst du einfach alles abkreuzen und bist schon fertig. Dann lieber so eins, wo man eine kleine Belohnung rauskriegt. Wie bei anderen Modpacks. Das ist dann schon wieder ein bisschen besser. Da gibt's einen kleinen Anreiz, ne? Genau. Und selbst wenn es nur eine Statue ist, kann man sich da irgendwo irgendwo hinstellen und sagen, ha, guckt mal. Ja. Das ist geschafft. Ich hasse diesen Bug. So, Melvin, ich hab dein Grab gebaut. Mein Grab? Das wirst du auch wirklich gleich brauchen, ey, wenn das hier so weitergeht. Ich bin wieder da. Willkommen zurück. Ich hab mich ausgewollt, dass wir diese Scheiße machen müssen. Fuck! So ungefähr? So in etwa. So, das erste, was ich jetzt erstmal in einem Stack oder so crafte, ist Remantle Snares. Und wir haben kein Eisen mehr. Wait. Wie kommt denn das? Ich hab gerade. Wir haben generell momentan nicht so viel Eisen. Warum? Ich habe jetzt gerade alles verbraucht. Wer hat die Mobfarm bei Dings zugemacht? Da muss ich rein. Oh. Die war was bei Tyrox? Ja, die war eigentlich immer so, dass man reingehen konnte. Dachte nee, ich. Da war immer nur ein Block offen. Also, hier, no, wenn du Eisen brauchst, ich habe immer noch 2x64 Blöcke und noch so ein paar Sticks. Ich habe genug Rudimental Snares gerade. Und meine, ja, Sieve, die arbeiten on Tour. Was wollte ich? Ich brauche noch mehr Zäune. So. Melvin. Wieso rennst du hier rum? Scheiße, F12 geht der hier nicht. Ich bin nicht im Steam-Dings. Wait. Melvin, es ist dein Ebenbild. Klein, hässlich, riesengroße Glubschaugen. Die Aussage trifft ein bisschen zu dir zu. Wie groß bist du, Melvin? Ich glaube 1,65. Ich bin größer als du. Ja, das. Ja. Wie hast du da den Erfolg bekommen? Melvin, leg dich mal ins Bett. Ja, das kann durchaus sein. Dein Scheiß, ich verfolge mich schon wieder. Leg dich mal ins Bett. Also, ja, ich leg mich gerade in mein königliches Bett. Dieser kleine Popel verfolgt mich halt einfach.